Das Wort bekommt der Dr. Schinnenburg. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch einmal einen Moment darüber nachdenken, warum wir eigentlich dazu gekommen sind, hier über einen neuen Gesetzentwurf nachzudenken. Das Bundesverfassungsgericht hat Teile des derzeitigen Passivraucherschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Und zwar mit folgender Begründung, ich zitiere: Die Unterscheidung zwischen Schank- und Speisewirtschaften ist eine Berufsausübungsregelung, die als gleichheitswidriger Begünstigungsausschluss Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verletzt. Zitat Ende, Randziffer 58. Meine Damen und Herren, aus so einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes kann doch ein seriöser Gesetzgeber nur den Schluss ziehen, das Gesetz ist okay, wir müssen nur überall die Differenzierung zwischen Schank- und Speisewirtschaften aus dem Gesetz entfernen. Nichts anderes kann man doch aus diesem Votum des Bundesverfassungsgerichtes schließen. Was macht die SPD? Wir lesen das Urteil gegen das Disziplinische. Herr Dressel. Herr Dressel, kurzer Hinweis. Sie zitieren immer Randziffer 56. Dem entsteht Randziffer 57, die Sie offenbar schon nicht mehr gelesen haben. Ich habe Randziffer 58 gelesen. Daraus erkennen Sie schon, dass ich das Urteil bis zu Ende gelesen habe, Sie nur bis Randziffer 56, meine Damen und Herren. Das ist ein kleiner Unterschied. Nun, also was macht die SPD aus diesem eigentlich klaren Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes? Zunächst führt die SPD in ihrem ersten Entwurf einmal mehr Bürokratie bezüglich der Raucherräume ein. Die müssen jetzt auf einmal selbstschließende Türen kriegen. Sie müssen eine Luftschleuse kriegen. Sie müssen, zitiere, ein Messkonzept für Überprüfung der Lüftungsanlage, Zitat Ende, kriegen. Ja, wir brauchen auch noch einen Unterdruck im Raucherraum. Kennt man sonst von U-Booten. Sie wollen es in Raucherräumen einführen. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass Sie nicht die Vorschrift eingeführt haben, dass jeder Gast eine elektronische Absauganlage auf seinem Rücken haben muss. Das haben Sie nicht dabei. Hätte mich ehrlich gesagt auch nicht gewundert. Kurz gesagt, Sie haben mehr Bürokratie und vor allem Kosten für die Betreiber von Gaststätten eingeführt. Das war Ihre erste Antwort auf einen klaren Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes. Dann fiel Ihnen ein, ja, wir wollen aber gerne die Linkspartei auch noch mit ins Boot holen. Und das machen wir natürlich nur dann, wenn wir denen ein Bonbon geben. Der Bonbon für die Linkspartei ist das absolute Rauchverbot in Spielhallen. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, dieses ist zunächst einmal sachlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Niemand wird gezwungen, Spielhallen zu betreten. Wir müssen bei Schulen und anderen Einrichtungen selbstverständlich ein absolutes Rauchverbot einführen. Bei Spielhallen ist nicht so. Übrigens nebenbei, liebe Kollegen von der Linkspartei, ich wundere mich schon ein bisschen. Vor wenigen Wochen haben Sie uns noch groß erzählt, Spielhallen sind deshalb gefährlich, weil die Gefahr der Spielsucht vergrößert wird. In diesem Gesetzentwurf haben wir mit Ihrer Unterstützung erstmal vertagt. Jetzt scheint Ihre größte Sorge zu sein, Spielhallen gefährden die Menschen durch Passivrauch, meine Damen und Herren. Eine ganz merkwürdige Art und Weise der Prioritätsänderung. Dann haben Sie auch gesagt, die CDU wollen wir zumindest teilweise auch mit ins Boot holen, also brauchen wir auch noch einen Bonbon für die CDU. Und da haben Sie gesagt, okay, dann machen wir den Raucherraum, der muss kleiner sein, so heißt es, als die übrige Gastfläche. Meine Damen und Herren, lieber Herr Dressel, hören Sie einfach mal zu. Sie haben doch nun einen ganzen Parteitag Zeit gehabt, sich da mit Ihrer Partei auseinanderzusetzen. Sie müssen im Moment auch zuhören. Auch diese Vorschrift ist natürlich sachlich nicht gerechtfertigt. Wieso ist der Raucherausschuss deshalb größer, weil die Raucherräume kleiner sind? Ich kannte es bisher so, je größer der Raum, umso mehr verteilt sich der Rauch, umso geringer ist die Raucherbelastung. Aber das, auch hierfür gibt es aus meiner Sicht keine sachliche Rechtfertigung. Was Sie nicht gemacht haben, ist die Umsetzung des Auftrags des Verfassungsgerichtes. Sie haben die Ungleichbehandlung von Schank- und Speisewirtschaften, zumindest in Eckkneipen, beibehalten. Und es wird auch ein bisschen schlimmer. Sie haben dort reingeschrieben, Rauchen ist dann nicht zulässig, wenn dort zubereitete Speisen angeboten werden. Das wollen Sie so belassen. Also ausgerechnet das, was Sie machen sollten, haben Sie nicht gemacht. Meine Damen und Herren, eine Differenzierung zwischen Essen und Trinken ist bei der Rauchbelastung egal. Sie werden doch selber wissen, es macht keinen Unterschied in der Rauchbelastung, ob ich was trinke oder was esse. Dafür gibt es keine sachliche Rechtfertigung. Ich hatte Ihnen zweiter Punkt oben schon dargelegt, dass das Bundesverfassungsgericht auch das genauso sieht, hält es für verfassungswidrig. Nun kommt noch ein dritter Punkt. Ich gehe davon aus, Herr Dressel, Sie haben sich noch nie mit der Frage beschäftigt, was bedeutet eigentlich zubereitete Speisen? Wenn Sie es getan hätten, wären Sie auf das gestoßen, was ich Ihnen jetzt leider vorzutragen habe.
Zunächst einmal das Zitat Metzner, Kommentar zum Gaststättengesetz. Zubereitung bedeutet, durch eine besondere Behandlung verzehrfertig machen. Was bedeutet das in einigen konkreten Beispielen? Stellen Sie sich einmal vor, hier ist ein Eckkneipenwirt, der möchte seinen Gästen Brötchen anbieten. Dazu geht er in die nahegelegene Bäckerei, kauft Brötchen, legt die auf den Tresen und ja, in der Tat, in diese Eckkneipe nach Ihrem Gesetz dürfte in der Tat dieser Gast nicht neben seinem Bier auch noch ein Brötchen essen. Mittags um 12. Der Tag geht voran. Soweit ich weiß, ist in diesen Eckkneipen auch später noch mit Gästeverkehr zu rechnen. Dieses Brötchen wird zunehmend weich. Was macht ein treu sorgender Betreiber einer Eckkneipe? Genau, er toastet dieses Brötchen auf. Und siehe da, auf einmal dasselbe Brötchen ist nun zu einer zubereiteten Speise geworden. Das darf er nicht mehr, meine Damen und Herren. Die Gäste in Eckkneipen müssen die ganze Nacht über mit weichen Brötchen leben. Das kann doch nicht ernsthaft sinnvoll sein, meine Damen und Herren. Zweites Beispiel. Zweites Beispiel. Wenn Sie einem Getränk ein Pulver zugeben wollen, haben Sie wieder ein Problem. Wenn es um eine Instantsuppe geht und Sie das Pulver für die Instantsuppe hineintun wollen, dann dürfen Sie das nicht, denn dann bereiten Sie ja wieder eine Speise zu. Wenn Sie demselben Gast aber Ahoi-Brause für so eine Wodka geben, das wäre keine Zubereitung. Also erlaubt, meine Damen und Herren, Sie meinen doch nicht im Ernst, dass so etwas sinnvoll ist. Viertes Beispiel, Apfel. Sie besorgen einen Apfel und legen ihn ungewaschen auf den Tresen Ihrer Eckkneipe. Sie ahnen es, keine zubereitete Speise erlaubt. Aber als treusorgender Gastwirt waschen Sie diesen Apfel natürlich ab. Was tun Sie? Zubereitung, unzulässig. Bitte, in Eckkneipen müssen künftig ungewaschene Äpfel präsentiert werden. Bitte keine gewaschenen, das wäre unzulässig. Ich meine doch nicht im Ernst, dass das sinnvoll ist. Viertes Beispiel, der Wirt sagt, wir wollen ja auch ein bisschen für fleischliche Ernährung sorgen. Wir stellen Frikadellen zur Verfügung. Sie kaufen als Wirt kalte Frikadellen im Supermarkt oder wo auch immer, legen die hin. Ich sage Ihnen, wahrscheinlich, ist übrigens umstritten, aber wahrscheinlich zulässig. Nun kommt doch, es mag nicht so oft sein, aber es kommt sicher vor, ein Gourmet in die Eckkneipe und sagt, ich möchte gerne keine kalte Frikadelle haben, ich möchte gerne eine warme Frikadelle haben. Und Sie ahnen, was passiert, dieselbe Frikadelle, die eben noch unproblematisch war, wird nun problematisch, weil es jetzt eine zubereitete Speise wird, meine Damen und Herren. Sie meinen doch nicht im Ernst, dass das sinnvoll ist. Sie provozieren mit ihrem Gesetz Rechtsstreite um warme Frikadellen, meine Damen und Herren, das wollen wir nicht. Sie haben also eine originelle Antwort auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil gegeben, nämlich genau das, was Sie ändern sollten, haben Sie nicht geändert. Stattdessen haben Sie unsinnige Regelungen fortgeschrieben und noch mehr Bürokratie geschaffen. Meine Damen und Herren, wir haben einen Zusatzantrag gestellt, das wurde schon erwähnt. Da geht es darum, dass genau diese Ungleichbehandlung von Schank- und Speisewirtschaften beendet werden. Wir bitten da um Zustimmung, um gerade das zu vermeiden, was ich gerade beschrieben habe. Meine Damen und Herren, ich habe wirklich großes Verständnis dafür und Sie wissen, dass ich es auch schon mehrfach getan habe, in diesem emotionalen Thema einen Konsens, einen möglichst breiten Konsens in der Bürgerschaft, in der Politik insgesamt herbeizuführen. Deshalb hat die FDP, wie Sie vielleicht wissen, eine ganze Menge Kröten geschluckt. Sie erinnern sich, an dieser Stelle habe ich im Februar die ursprüngliche FDP-Meinung dargelegt. Wir sind der Meinung, dass Erwachsene sich einer Gefahr hier des Passivrauchens aussetzen können. Deshalb war unser Vorschlag, Wirte können generell frei entscheiden, ob ihr im Restaurant geraucht wird oder nicht. Sie müssen nur dafür sorgen, dass Minderjährige keinen Zutritt haben und es muss ein deutlicher Warnhinweis an der Tür sein. Das war unser ursprünglicher Vorschlag und den finden wir auch immer noch gut. Wir waren bereit, selbst Ihre Bürokratie, die ich vorhin beschrieben habe, bezüglich der Raucherräume hinzunehmen. Nach dem Motto, es ist sicher kein Punkt, den wir nun toll finden, aber wir hätten hingenommen im Sinne eines Kompromisses und wir würden auch immer noch hinnehmen. Aber die SPD hat sattelt drauf. Sie will auch Spielhallen und die Raumgröße hinzufügen und da frage ich mich, ob das noch hinsehbar ist. Man würde möglicherweise dazu kommen. Aber eins ist klar, die Grenze ist erreicht für uns, die Grenze zur Nicht-Hinnehmbarkeit. Eine Ungleichbehandlung von Schank- und Speisewirtschaften akzeptieren wir nicht. Sie ist unsinnig. Sie ist unzulässig und sie provoziert Rechtsstreite um warme Frikadellen. Meine Damen und Herren, das machen wir nicht mit. Vielen Dank.